Wir schauen uns mal jetzt den leckeren Shop an, würde ich sagen, ne? Let's go. So, wir sehen erstmal, kryptisches Fluchpaket ist hier wieder am Start, Leute. War ja auch, glaube ich, vor ein paar Tagen, so 3, 4 oder so, auch im Shop. Finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Paket. Man hier hat hier erstmal einen Skin, dann hat man hier noch Backpack, plus nochmal Doppelspitzhacken, plus nochmal unterschiedliche Outfits. Sehr, sehr geil für 1600 V-Bucks. Das spart man, wenn man den Skin, der Skin ist ja 1200 V-Bucks wert, mit Backpack. Dann hat man hier noch für 500 oder 800 waren das, glaube ich, nee, 800 waren das, genau. Das würde eigentlich 2000 V-Bucks kosten. Hier zahlt man aber nur 1600 V-Bucks. Das heißt, man spart erstmal hier schon mal für, also 400 V-Bucks. Finde ich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Und der Skin ist auch fresh, ne? Muss man einfach sagen. Sieht schön lässig aus. Passt auch schön zu Halloween mit unterschiedlichen Farben, zum Beispiel grün, rot, blau und so weiter. Finde ich irgendwie die rote Variante auch sehr schön. So. Schon mal ein geiler Skin. Dann sehen wir hier ein Wolf-Käppchen ist wieder am Start, Leute. Ihr wisst ja noch, ich habe ja einmal den Shop-Stream noch gemacht. Das war ja so von Samstag auf Sonntag. Da war Wolf-Käppchen auch am Start. Finde ich erstmal voll die geile Idee. Ne? Man hat Rotkäppchen und die machen daraus einfach Wolfkäppchen. Ne? Finde ich erstmal sehr, sehr geil, muss ich sagen. Und die ist auch wirklich. Das ist auf jeden Fall eine richtige Kriegerin. Ne? Sieht schon echt geil aus. Mit diesen Zeichenchen noch so, ne? Und dann mit der Kapuze, wie so, was so ein Wolf ist, Alter. Das sieht schon echt insane aus, ne? Für 1500 V-Bucks. Sehr, sehr geiler Skin. Lohnt sich auf jeden Fall. So, dann sehen wir hier die große böse Axt. 800 V-Bucks passt ja auch perfekt gleich hier zum Wolf-Käppchen. Sieht auch extrem monströs und brutal aus. Dann, ja, hier gibt es noch die Spitzhacke. Hexologie-Hacke war ja auch schon vor ein paar Tagen im Shop. Auch, ja, sieht auch auf jeden Fall, ist eine gute Spitzhacke für 800 V-Bucks. Sieht ganz nice aus. Hier noch die Waffentarnung. Bisschen, ja, ein bisschen so extravagant. Ne? Also ist jetzt nicht so eine Waffentarnung, die man sonst immer hat. Weil die Farbenkombination ist auch so interessant. Man hat weiß, dann hat man irgendwie so pink-lila und dann hat man noch irgendwie so grün. Also, dass man auf diese Farbkombination überhaupt kommt, muss man einfach sagen. GG einfach. 500 V-Bucks hier. Dann sehen wir hier den Delirium-Skin auch hier wieder am Start für 1500 V-Bucks. Habe ich ja sogar auf meinen Custom Games-Account. Finde ich sehr, sehr cool. Sehr, sehr geiler Skin. Sieht einfach aus wie so ein richtig geiler Hexer, ne? muss man einfach sagen. Der zugleich irgendwie so eine komische Kreatur ist, Digga. So, ist schon fresh, finde ich sehr, sehr geil. Und dann hier noch wirklich einfach dieses Backpack, ne? Mit diesem Zauberring noch so. Mit diesem Illuminati-Dreieck noch so. Das ist schon geil, ne? Also ich finde das insane. So, dann hier noch Stab des Zauberers. 800 V-Bucks passt ja auch dann direkt hier perfekt zum Skin. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Dann sehen wir hier die Hemlock. Das habe ich ja genau gemeint, Leute. War ja auch gestern und vorgestern auch schon im Shop. Den Skin feiere ich einfach ultra mega, weil er auch in seiner normalen Form schon gut aussieht. Aber dann, wenn er sich nochmal verwandelt. Also guckt euch das an. Wie brutal. Die Szene. Also. Das ist schon echt brutal, ne? Schon wirklich brutal, muss man einfach sagen. Wahnsinn. Ist halt wieder so brutal, dass es schon wieder ultra geil ist. So ein Ding ist das. Für 1500 V-Bucks. Muss man auch sagen, hier spart man auch sehr, sehr viele V-Bucks. Weil man hat ja einmal den Skin, der kostet 1500 V-Bucks plus halt Backpack. Und wenn man dann jetzt noch hier diesen Emote dazu hinzufügen würde, wären das ja eigentlich 2300 V-Bucks. Das heißt, man spart hier auf jeden Fall auch nochmal leckere 800 V-Bucks. Also schon mal ein Schnäppchen und auch ein echt, echt cooler Skin. Sehr, sehr geil. So, dann sehen wir hier den Knirscher für 800 V-Bucks. Ja, zwei Doppelspitzhacken, die aussehen wie zwei Dino-Köpfe. So ein Ding ist das. Dann 500 V-Bucks Verschlinger. Waffentarnung. Joa. Was sollen das, die Zähne sein oder was? Ah, hier check ich das. An auf den, das ist. Also diese Farbe, die man hier sieht auf der Waffentarnung. So pink, rosa und so. Das soll einfach den Mund darstellen. Und dann sind da einfach diese ganzen Zähne. Noch auf der Waffentarnung. Holy shit, für 500 V-Bucks. Furchterregende Freaks, also. Geile Spitzhacke. Ich sag Spitzhacke. Waffentarnung, sorry. Fail ist am Start.
So, dann sehen wir hier den Großmaul für 1500 V-Bucks. Der passt ja auch perfekt hier zu der Waffentarnung und zur Spitzhacke. So. Also der ist auch auf jeden Fall wieder mal extrem brutal, ne? Also mit diesen Zähnen. Ich finde irgendwie diese Halloween-Skins einfach wirklich so insane, ne? Weil ich feiere das auch einfach, wenn das so wirklich extrem brutal ist. Schon echt cool. 1500 V-Bucks hat man das hier. Backpacks sind einfach irgendwelche Frösche. An irgendwas erinnert mich das, aber ich weiß nicht mehr an was. Sieht aus wie so ein Kraken, ne? So ein Krake. Ist auf jeden Fall auch schon ein echt krasser Skin für 1500 V-Bucks. Dann sehen wir hier Zündkerzenkünstlerin. Die habe ich aber auch schon sehr, sehr oft im Shop gesehen, ne? Wirklich locker bis zu 100 Mal. Die ist fast immer im Shop. Für 1500 V-Bucks hat die noch ein Tattoo. Sieht aus wie so eine Handwerkerin oder so. Oder Kfz-Mechatroniker. So ein Ding ist das. Für 1200 V-Bucks. Ja. Ist ganz nett. Sieht gut aus. Und dann sehen wir hier noch die Sturmkönigsfaust. Die war ja auch gestern und vorgestern auch schon im Shop für 800 V-Bucks. Vorsicht vor dem Donnerschlag. Die Spitzhacke finde ich sehr, sehr geil. Weil man sieht erstmal diese extreme Faust und dann diese Knöchel. Die bestehen dann einfach aus lilanen Kristallen. Sieht wirklich sehr, sehr geil aus und sieht ziemlich brutal. Sehr, sehr geil für 800 V-Bucks. So, Billy Bones. Ist das eine Fortbewegung? Das ist ja sogar eine Fortbewegung. Das ist schon geil. Ich glaube, der war ja auch schon vor ein paar Monaten im Shop. Ist aber auch ganz geil. Sehr, sehr lässig. Also wenn ich die 500 V-Bucks hätte, direkt geholt. So ein Ding, direkt geholt. Dann hier Hampelmann. Hampelmann! Hä, warum ist der nicht neu? Ich hab den noch nie im Shop gesehen. What the heck, Hampelmann? Für 200 V-Bucks, wie geil ist das denn? Ist das geil. 200 V-Bucks, den bring dich in Form. Sehr, sehr cool. Finde ich so geil, ne? Weil ich weiß ja früher noch so bei meinem Training, da habe ich auch immer Hampelmänner und so gemacht. Ist auch ganz geil. Und dass es das mal in Fortnite gibt, finde ich cool. Und dann gibt es hier noch den Tanzschwanger. Ah, den kenne ich, ja, der war auch schon mal im Kopf. Ja, ist ganz nett. Ist auch ganz, kann man machen. Ich finde aber irgendwie Billy Bones besser als Touchspagat. Finde ich irgendwie besser. Weil ich finde irgendwie die Musik ist mir einfach ein bisschen zu stumpf so, ne? Weil der ist so ein bisschen heller. Ne? Ein bisschen cooler, ein bisschen entspannter. Finde ich viel, viel besser. So, ja, das ist der gesamte Shop. Und hier zum krönenden Abschluss seht ihr noch mein Creator-Code BoxingMan-Bra. Kann man ganz easy im Item-Shop eingeben und mich damit auf Ehrenbruder-Basis unterstützen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr es macht. Kuss geht raus an die, die es tun. Danke für den Support, Leute. Es dauert wirklich nur 2 Sekunden. Ist kostenlos. Und wenn ihr euch dann was im Shop kauft und der Creator-Code BoxingMan-Bra im Item-Shop von euch drin ist, dann unterstützt ihr mich auf Ehrenbruder-Basis. Würde mich sehr, sehr freuen. Nicht vergessen, alle 14 Tage wird der gelöscht. Deswegen auf jeden Fall auch immer wieder neu eintragen, wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt. Der Creator-Code ist mir auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, weil er mich auch dabei unterstützt, weiterhin hier YouTuber sein zu können und euch geilen Content zu liefern. Deswegen macht es auf jeden Fall. So. Okay. Ja, das war der ganze Shop. War ganz fresh.